Wir haben jetzt nicht telefoniert, so wie normale Leute. Bei uns war es dann immer, okay, lass über die neue Kollektion reden, wir treffen uns in der Lobby. Man erfährt sehr viel von einem, wenn man lange miteinander zockt, auf beiden Seiten. Hi, ich bin Ashraf, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Frankfurt und habe das Streetwear-Label 6PM gegründet. Mein Name ist Ozan, man kennt mich unter OZ, ich komme aus Zürich und bin Musikproduzent. Wir machen zum Teil auch OZ-Collaborations mit Ashraf, aber ansonsten bin ich eigentlich Mitgesellschafter. Es hat schon ganz, 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 ganz früh angefangen. Da muss ich immer mich gut benehmen und dann durfte ich mir immer so eine Videokonsole zum Geburtstag wünschen. Irgendwann kam ja auch PlayStation 3 und die habe ich dann auch bekommen. Und mein erster Kontakt, auch mein, glaube ich, mein erstes oder zweites Spiel auf dieser Konsole war Modern Warfare 2. Ich habe dann ein Jahr lang Singleplayer gespielt. Einfach die gleiche Mission immer wieder gespielt. So einmal auf Veteran, einmal auf ganz locker und entspannt. Bis mir dann ein Kumpel gemeint hat, ey, wir können auch Multiplayer spielen. Ich so, heavy online spielen? Musst du dann zu mir kommen mit deiner PlayStation? Und er so, nee, ich kam von zu Hause mit dem WLAN. Wir können online zocken. Ich hab gedacht, das geht nicht. Aber es hat einfach tatsächlich funktioniert und das war mein erster Kontakt mit Modern Warfare 2. Und ich habe ganz normal erstmal die Singleplayer angefangen, durchgespielt. Und dann bin ich in Multiplayer versunken. Dann hat's angefangen, dann hat die Sucht richtig reingekickt. Ab da ging es halt bergauf mit COD. Also dann kam Modern Warfare 2 OG raus und dann ging es halt nur noch um Shooter-Games. Ich habe danach fast gar nichts anderes mehr gespielt, außer COD. Also ich habe Ashraf erst kennengelernt, das war damals über Snapchat. Er hat mir geschrieben, ob er mir Sachen schicken kann von 6PM. Und ich habe seine Klamotten immer hier und da mal gesehen gehabt. Und er hatte so coole Joggen, also so ein cooles Joggenanzug. Also es war so mit Samt hergestellt. Und das war so crazy für mich. Ich dachte, okay, cool, wenn ich das for free haben kann, dann warum nicht? Ich hatte davor mit ihm noch nie telefoniert oder irgendwas. Wir hatten wirklich nur über Klamotten, Adresse, Größe, sowas geschrieben. Also nur über Seeding, nichts Privates. Und als ich gesehen habe, dass OZ auch zockt und ich auch gemerkt habe, dass er gut zockt und hat seine Gameplays hochgeladen, weil es macht keinen Bock, mit jemandem zu spielen, der nicht spielen kann. Irgendwann kam halt dieses Gespräch, dass er auch COD spielt und ich dachte, okay, ja, er spielt COD und das sagt heutzutage jeder. Und dann, wo ich gemerkt habe, wie gut er ist, das war dann halt so perfekt. So, ich war auch schon so halt so ein Tryharder so im Spiel und er war auch gleich wie ich und wir waren so miese Rushers im Spiel. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es war so irgendwie 0 Uhr, 23 Uhr und ich glaube, in der ersten Nacht haben wir schon 4-5 Stunden gezockt und dann bin ich pennen gegangen und am nächsten Morgen um Mittag oder so haben wir geschrieben, Bro, kommst du heute wieder online? Und so haben wir dieses Ritual die ganze Zeit durchgezogen. Also wir haben uns immer 23 oder 0 Uhr in der Lobby getroffen und haben wirklich manchmal schon so respektlos lang gezockt, dass schon manche Tage gab es auch, da haben wir bis 9 Uhr morgens gezockt. Da war so, ey Bro, lass mal ein bisschen pennen gehen. Es geht ja nicht nur ums Zocken, sondern wir quatschen ja auch. Also wir sind ja mittlerweile so gut, dass man viele Kills hinbekommt und trotzdem parallel noch ein Gespräch führen können. Du spielst, aber du redest auch sehr viel über privates Zeug. Wenn man zockt, kommt man sich auf so einer ganz, ganz anderen Art und Weise nochmal näher, anstatt wie wenn wir irgendwie Abendessen gehen. Und das hat mich auch maximal so auch motiviert, weil ich auch gerade ganz, ganz am Anfang war und gesehen habe, ey, bei ihm, es wird immer krasser und immer krasser und immer krasser. Und ich habe das halt alles so mitbekommen und das hat mich auch sehr, sehr, sehr motiviert. Also man redet sehr viel über, man redet über Zocken, über Gott und die Welt. Man erfährt sehr viel von einem, wenn man lange miteinander zockt, auf beiden Seiten. Wir waren jeden Tag, Tag und Nacht fast online. Haben dann unsere Geschäftsmeetings also in den Lobbys geführt. Also wir haben jetzt nicht telefoniert, so wie normale Leute, die halt dann, keine Ahnung, ein Meeting machen und so. Bei uns war es dann immer, okay, lass über die neue Kollektion reden, wir treffen uns in der Lobby. So, und das war halt so schon fresh, ja. Wir
Wir haben die Mail von Activision bekommen, dass sie gerne mit uns reden würden und Interesse an einer Kollabo haben für das neue COD. Als ich es gelesen habe, ich konnte es irgendwie nicht glauben. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das irgendwie so ein Lizenzding. Die wollen die Lizenzen abgeben und man kann dann einfach die Kollabo machen. Dann bin ich in den ersten Call mit denen reingegangen und habe wirklich gemerkt, okay, ey, das ist keine Lizenzdeal, die wollen wirklich eine Kollabo. Wir sind der Partner für das neue Spiel in Deutschland, wollen die was mit uns machen. Er hat mich dann direkt angerufen, war voller Hype. Er meinte, ey, du wirst es nicht glauben, was jetzt auf uns zukommt und so. Und hat mir dann von der Kollabo erzählt. Das war, also ich konnte es erst nicht fassen. Wir haben uns kennengelernt, dann haben wir COD Tag und Nacht gespielt und das war so unsere gemeinsame Liebe sozusagen. Und als er dann davon erzählt hat, habe ich es ihm erst nicht geglaubt. Es ist geil, dass ich ihn angerufen habe, weil so konnte ich meine Freude auch komplett ausleben, weil er dieselbe Freude hatte und über dieselbe Sprache mäßig geredet haben. Und danach, wo ich dann die Mails gelesen habe, die hin und her gegangen sind, dachte ich, okay, das passiert jetzt wirklich. Im dritten Meeting oder so hat mir, nachdem wir die ganzen NDAs unterschrieben haben, hat uns Activision gesagt, dass es Modern Warfare 2 ist. Da habe ich einfach, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen im Zoom-Call. Wirklich Gänsehaut, weil das einfach das Spiel ist, was mein Favorite-Spiel ist. Ich musste erstmal mit Activision klären, was eigentlich alles möglich ist, weil ich wollte gefühlt 1000 Sachen machen. Und dann hat Activision, haben wir uns geeinigt, was sie halt haben wollen oder auf was wir uns committen, was wir machen wollen, was für Pieces. Ich habe mit Ozan halt so gebrainstormt, Bro, denk mal nach, was haben wir für Sprüche damals gesagt? Dann hatten wir einen Gruppenchat, wo wir dann so ein bisschen Ideen hin und her ausgetauscht haben. Und so entstand halt auch Any Plates und die ganzen anderen Sachen und im Großen und Ganzen war die Zusammenarbeit auch sehr, sehr cool und das ging auch sehr, sehr schnell mit den Ideen, man hat sich direkt gefunden. Ich finde es auch cool, dass man dieses Giftgrüne, was man von Modern Warfare kennt, dass wir das so mit 6PM jetzt so zusammen machen können, ist schon richtig geil. Ja. Was dürfen wir vom alten COD benutzen, also vom ersten Modern Warfare 2009 und was dürfen wir nicht benutzen? Welche Maps sind da drin, ob wir in Bezug auf die alten Maps das machen können, mussten wir erstmal alles abchecken und als wir alle Vorlagen hatten, sind wir so an die ganzen Sachen rangegangen, erst mit Sprüchen und dann mit Graphics. Ich war gehypt auf die Klamotten, aber ich war natürlich auch gehypt, weil es ME2 ist. Ich dachte, okay, jetzt kann ich so hinter die Kulissen ein bisschen schauen. Wir hatten dann so ein bisschen ein paar Details mitbekommen vom Spiel, bevor irgendwelche Trailers kommen und so. Und ich war halt so wirklich so die ganze Zeit so, show me more. So. Dass unsere Geschichte, auch die Geschichte von 6PM und mir und ihm, auf diesem Spiel basiert und dass sie eine Kollabo von uns mit uns haben wollen, ist halt maximal ein Ritterschlag. Auch wenn ich diese Kollabo mache, nur für mich, dass ich sie habe. Also das ist ein Kindheitstraum, ich würde sagen sogar für uns beide, dass wir das gerade hier machen. Ich habe dann auch immer, wenn wir so Meetings gehabt haben, hat Ashraf so über die Klamotten geredet und ich war so immer so, wie sieht das Gameplay aus und welche Waffen kommen dann noch und welche Maps werden dann da sein. Und ich war dann immer so aufgeregt über die Fragen, die ich dann so direkt an Activision stellen darf. Im Endeffekt ging es für mich nur ums Spiel. Das war so Prio für mich. Who do we send? We need an army. Look, get us an army. Ich bin gespannt, welche Maps kommen, welche Waffen. Ich weiß, dass alle meine Kumpels wieder online sein werden, weil wir warten alle wirklich sehr gespannt auf das neue COD. Ashraf war auch lange nicht mehr online. Ich freue mich sehr, sehr krass auf das Spiel und ich glaube, ich werde sehr, 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 sehr viele Nächte wieder mit Ozan in dieser Lobby verbringen und vielleicht gründen wir sogar einen Clan. Das ist auch so das COD, was uns wieder so ein bisschen vereinen wird und ich freue mich auf das neue Teil.